Leute, willkommen zum nächsten Video. Wir sind jetzt hier beim Locker angekommen. Wir stehen im Stau. Guckt mal hier raus. Stau. Wir wollen jetzt auf dem Campingplatz. Werden sicher gleich eingewiesen. Und wir sehen uns dann auf dem Gelände wieder. Genau. Bis später. So, ihr Lieben, wir haben aufgebaut. Ich nehme euch mal mit. So, im Hintergrund hört ihr bestimmt schon die Sägen. So, da hinten, wir sind nah dran. Die Halle vom Heiligen Locke. So, auf geht's aufs Gelände. Wir nehmen euch mit. Hinter mir macht Locke gerade Fanfotos. So. Und ich habe jetzt schon ein paar Sequenzen aufgenommen. Wir sehen uns später. Wir waren gerade im Showroom. Showroom. Richtig geil. Tipptopp. War das Schild hinter mir. Und jetzt sind wir hier auf der Riesenfläche. Guck mal rein. Die Bühne hinter mir. Geil. Locke. Der hat richtig viele Daumen verdient, der Locke. Ey, der hat ein Event auf die Beine gestellt. Tipptopp. Steaks aus der Plastikverpackung. Was gibt's wohl Besseres? So, wir machen heute Nacho. Dirk räumt das Zeug zusammen. Wenn er mich nicht versteht, das ist der Wind. Das ist gerade hier die Hölle ein bisschen. Der Wind. Aber wenn ich mich nicht mehr melde, hört er mich nicht mehr. Dann mache ich nur noch Aufnahmen. Bis später. Leute, Bombenwetter. Guckt euch das an. Wir haben jetzt einen Dutch-Ofen vorbereitet. Dann gibt's was zu essen. Und heute wird ein ganz entspannter Tag. Sag ich. Morgen geht's dann richtig los. Okay, dann sehen wir uns morgen. Bis bald, vielleicht melde ich mich dann später nochmal, heute Abend oder so. Aber wir sehen uns. Ciao. Weil ein bisschen mehr los. So, wir haben jetzt Robert Ebner getroffen. Wir haben ein Foto gemacht, das blende ich jetzt ein. Mit Dirk zusammen. Und geil, wir drücken Dirk alle Daumen. Das wird gut morgen. Hier wird der Platz aufgebaut. Gucken wir da drüben. Ich denke, für heute ist genug. Wir sehen uns morgen. Ciao.
Guten Morgen. Juhu. Wir sind wach, Tag 2 beim Locke. Gefrühstückt und gleich geht's jetzt zum Lumberjack. Nee, Lumberjack geht noch nie los. Lumberjack geht später los. Waldarbeitermeisterschaft ist das erste und dann voll frei zeige ich euch mehr vom Gelände. Bis später. Leute, es tröpfelt etwas. Wir schauen jetzt mal zu den Waldarbeitermeisterschaften. Und genau, dann schauen wir da mal rein. Gerade eben mal angeguckt. Das war ein Wahnsinn, oder? Hammerhart. 15 Sekunden. Spitzenleistung von den Jungs. Okay? Bis später. Ich denke, ihr habt es jetzt gesehen. Wir schauen jetzt nochmal dann zu den Carvern. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Camp, werfen den Dutch an und dann gibt's was zu essen. Ja. Dirk, der den Blödsinn immer macht, ist morgen mit dabei beim Schnitzen und da drüben der Sense, der wird morgen hoffentlich die Kamera übernehmen. Weil eine Kamera habe ich an der Säge dabei und Sense filmt das Ganze von außen. Ich muss noch die Sägen feilen. Schaut es euch an. Wir machen uns Mittagessen auf dem Dutchofen. Schichtfleisch. Hoffentlich schmeckt es. Aber ich denke schon, Dirk hat es gemacht. Sense schläft im Stuhl. Was wollen wir mehr? Und dann geht es weiter zum Lumberjack. Dann geht es zum Speedcarving. Feuer frei, würde ich sagen. Regnet. Mensch, Locke, die 5 Euro für Sonne hättest du doch können bezahlen. Ne, Spaß beiseite. Aber ich schwitze ungern bei 30 und 32 Grad. Ich schwitze schon wieder. Von daher ist schon gut. Und wenn es mal einen Schauer gibt, okay. Ich sitze natürlich gerade beim Nachbarcheck. Nee. Aber wir hoffen, dass es besser wird. Das Essen ist auch gleich fertig. Regenwetter, Regenwetter, Regenwetter. Mhm.
Number 6, ready. 3, 2, 1, go. Leute, Viertelfinale ist durch. So, klasse Sache. Jetzt kommt der Lumberjack, dann kommen nochmal die Hot Sauce und dann sind wir durch mit allen. Lass dich überraschen. Also gleich ein Schlagwort für den Martin Rosal, aber auch der Martin gibt alles. Beide wollen natürlich ins Finale. Auch beide sind auf der zweiten Seite. Martin ist unten, also Martin entscheidet, kommt in der Single-Seite. Jetzt kann alles geben, als Feuer, jawohl, aufgeben. Lumberjacks ready. Schnitzen, geile Sache. Das macht er echt total klasse. Kann ich euch nur empfehlen. So muss ich sagen, heute werden 5 Euro wert gespendet. Tipptopp, gebt einen Daumen für ihn hier. Spend mein. Los. Ich habe heute nur an der Säge die Kamera. Mal gucken, der Sense, da wird dann, denke ich mal, Film. Und ich nehme an, wir sehen uns heute noch ein paar Mal am Tag. So in der Zwischenpause vielleicht setze ich noch mal ein paar aus dem Abendras auf. Und gucken wir mal, was draus wird aus dem Spaß. Jetzt stehen schon alle bereit. Es gibt ein Frühstück. Und dann Feuer frei.
Der letzte Tag, Abreise. Damit beende ich das Video hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective.